Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Takan. Hey, du bist doch dieser komische Buddhisten-Zen-Christen-YouTuber. Der Kleine mit wenig Abonnenten, ne? Ja, ungefähr. Du bist also depressiv? Nee, eigentlich nicht, ne? Du musst mich wohl mit jemandem... Aber du weißt schon, dass Buddha gesagt hat, das Leben ist Leiden. Ne? Nicht aufgepasst, oder was? Ja gut, und Jesus Christus hat mal gesagt, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht pflanzte, werden ausgerottet. Na siehste, schlimm, was diese Religion mit uns Menschen machen. Deswegen bin ich Atheist. Ich habe letztens einen Atheisten getroffen, der hat gesagt, deine Mutter. Nicht ich gesagt, hat er gesagt, der Atheist. Und dann? Dann bin ich Christ. Willkommen zu einem neuen Video auf Takan. Und damit auch herzlich willkommen zu meinem neuen Format Tacheles. Der große Buddha hat also gesagt, das Leben ist Leiden oder das Leben selbst ist Leiden. Und diese Aussage ist tatsächlich ein großer Pfeiler der buddhistischen Lebensphilosophie. Eine Lebensphilosophie, die darauf aufbaut, dass das Leben Leiden ist. Kein Wunder, dass da der Gedanke naheliegt, dass alle Buddhisten irgendwie depressive Lebenshasser sind. Aber, oho, man glaubt es kaum, doch hinter dieser Aussage, das Leben ist Leiden, steckt eigentlich eine ganz andere Bedeutung, als die Worte auf den ersten Blick vermuten lassen. Denn wie so häufig fehlt dieser Aussage zum tieferen Verständnis eines: Kontext. Vor etwa 2500 Jahren soll also ein Mann namens Shakyamuni, Buddha, in Indien die Worte gesprochen haben, Leben ist Leiden, welche ja später zu einem der großen Grundpfeiler des Buddhismus werden sollten. Okay, doch wie bereits erwähnt, ist nicht immer alles so, wie es scheint. Ein Pastor hat mir mal gesagt, wenn du versuchst, die Bibel wörtlich zu verstehen, dann werf sie lieber ins Feuer. Ist natürlich ein hartes Statement, aber was so ein bisschen dahinter steckt, ist natürlich, dass alles so ein bisschen eine Frage der Interpretation ist. Oder dass es natürlich immer darauf ankommt, welche Perspektive nimmst du ein und welchen Kontext hatte damals das Ganze. Ne? Ich glaube, die Bibel ist so das beste Beispiel. Man kann ja eigentlich alles, was in der Bibel steht, irgendwie aus dem Kontext reißen, in irgendeine Situation packen und es ist das krankeste Buch aller Zeiten. Ich meine, das ist vielleicht auch wirklich, aber naja. Also gleich vorneweg, wenn man im Buddhismus die Aussage, das Leben ist Leiden, einfach mal so raushaut, dann ist damit gar nicht zwangsweise das Leben an sich, sondern vielmehr bestimmte Aspekte der menschlichen Wirklichkeit gemeint. Zum Beispiel unsere Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung ist ziemlich schlecht, wenn ich die ganze Zeit von der Sonne geblendet werde und eigentlich überhaupt nicht sehe, wo ich hinschaue. Das einfach übersetzte Wort Leiden kommt nämlich von dem Sanskritwort Dukkha. Und Dukkha verweist ursprünglich auf einen Wagen, dessen Achse beschädigt ist, weshalb das Rad des Wagens nicht mehr rund läuft. Auch auf gut gepflastertem Wege holpert das Rad so vor sich hin und bringt den ganzen Wagen ins Wanken. Wenn dann noch, wie vor 2500 Jahren nun mal so üblich, Pferde den Wagen ziehen, kann das schon ziemlich ungemütlich werden. Aber man kommt voran. Leiden meint hier also gar keine großen Höllenqualen oder die absolute Sinnlosigkeit des Lebens, sondern einen wackelnden Wagen. Alles also halb so wild. Kein großes Drama eigentlich. Leiden steht in diesem Kontext also für den Glauben daran, dass im Leben nicht immer alles rund läuft. Dass der Wagen einfach ab und zu wackelt. Mir hat man in meiner Kindheit nicht nur einmal gesagt, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und ähnlich verhält es sich auch mit diesem Zitat. Aber es geht noch deutlich weiter. Denn sind wir auch noch so überzeugt davon, dass in unserem Leben alles holpert und schief geht, das Leben geht voran, der Wagen stolpert da so vor sich hin. Egal wie sehr wir uns auch beschweren, nach Auswegen suchen, nach Glück streben, da wieder versagen und uns wieder beschweren, der Wagen holpert weiter über die Straße. Das ist alles. Aber folgende Frage lohnt sich zu stellen. Ist wirklich mein Wagen beschädigt? Oder die Straße voller Schlaglöcher? Oder vielleicht weder noch? Ich schätze, man könnte die Aussage, das Leben ist Leiden, fast als eine Aufforderung verstehen. Eine Aufforderung zum Perspektivwechsel. Beispielsweise wäre doch eine gar nicht so ferne Reaktion auf diese Analogie: Oh Mann, zum Glück hat nur mein Wagen einen Knacks, ich dachte schon, die Straße wäre hinüber. Atmoho hatte für Buddhas Satz, das Leben ist Leiden, eine ziemlich coole Idee einer Besetzung. Und zwar sagt er, man könnte das Ganze vielleicht auch so verstehen: Du bist unzufrieden und weißt nicht warum.
Und das finde ich irgendwie ja, ziemlich treffend. Ne? Das passt ziemlich gut. Ist vielleicht eine deutlich bessere Übersetzung als das Leben ist Leiden. Und vielleicht leichter verständlich. In dem Sinne, das war die erste Folge meines neuen Formats. Vergesst nicht abzustimmen. Schreibt mir gerne einen Kommentar, liked vielleicht das Video, abonniert den Kanal. Das wäre sehr cool, wenn ihr Teil unserer kleinen Community werden wollt. Und ja, mit vollem Magen lässt es sich echt am besten schlafen. Und das werde ich jetzt auch erstmal tun. Ciao.